tun. Dann schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Decke-Tutorial. Für die Leute, die sich jetzt erstmal direkt fragen, hey, wo sind denn deine ganzen Bauwerke hin und die ganzen Sachen aus den anderen Tutorials? Ja, Leute, das frage ich mich auch, denn ich habe mich irgendwie heute mal eingeloggt und mir ist aufgefallen, dass irgendwie alle Welten bei Ticket weg waren. Da gab es auch irgendwie so ein Update, beziehungsweise ich habe ein bisschen was rumgewerkelt und danach war scheinbar irgendwie alles weg. Wahrscheinlich aufgrund meiner eigenen Inkompetenz, aber ja, auf jeden Fall folgendes. Ich habe es erstmal noch nicht geschafft, diese Ticket-Tutorial-Welt wiederherzustellen. Ich werde mich da noch ein bisschen drum kümmern. Wenn ich es irgendwie schaffe, dann mache ich das noch irgendwie, ansonsten hatte ich ja eh keine Welten. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an, denn ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet, das werden wir gleich nachher nochmal nachbauen. Hier seht ihr auch schon meine Sachen im Inventar, die wir gleich brauchen werden, aber wer kennt es denn nicht? Hier gibt es so einen coolen, so einen kleinen Turm und man denkt sich jetzt vielleicht, naja, eine Leiter hier hochzubauen ist vielleicht jetzt nicht ganz so cool. Wir wollen dann vielleicht irgendwie leichter hochkommen. Und da gibt es eine schöne Maschine, man stellt sich einfach mal hier drauf, drückt diesen Knopf und zack, kann man sich hochteleportieren. Das Ganze funktioniert natürlich auch wieder in die andere Richtung, wenn man hier ein bisschen die Aussicht genossen hat und so weiter und so fort. Dann kann man hier einfach wieder draufdrücken und ist wieder unten. Ja, das Ganze ist nämlich der gute Teleporter von Industrial Craft 2. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, denn hier ist er natürlich ziemlich sinnlos. Anders sieht es aber schon aus, wenn man dann vielleicht irgendwelchen blöden Distanzen überbrücken muss, wie zum Beispiel irgendwie auf den Grund eines Ozeans oder so. Was weiß ich was. Das ist aber zu bedenken, das Zeug braucht ganz schön was an Strom und eben desto weiter die Distanz ist, desto mehr Strom braucht das Teil eben auch. Das ist eben genau das Problem, deswegen habe ich es jetzt eben nur mit so einer kurzen Distanz ausprobiert. Ihr könnt es aber theoretisch unlimitiert weit machen, müsst dann eben nur immer genug Strom bereitstellen. Und dann können wir uns auch direkt hier alles schon mal anschauen. Craft-Rezepte werde ich wie immer nicht zeigen, denn das Ganze könnt ihr seitlich selbst nachschauen in diesem Not Enough Items. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie das gute Stück der Teleporter gecraftet wird, dann sucht ihr ja unten einfach mal nach Teleporter. So, bei Teleporte, ja, so, wird schon angezeigt. Und dann müsst ihr einfach einmal hier noch daneben klicken, dass das diese Leiste hier unten nicht mehr angewählt ist. Klickt irgendwo hier hin, haltet ihr eure Maus hier drüber und drückt dann R. Dann wird euch das Crafting-Rezept angezeigt und ihr könnt das ganz einfach nachbauen. Ist viel einfacher, als wenn ich das jetzt alles im Video zeige und ihr pausieren müsst. Das Ganze könnt ihr auch mit Unterrezepten machen. Das heißt, hier einfach drüber halten, dann R drücken. Dann wird euch auch das angezeigt. Das geht auch immer weiter. So, genau. Schon mal zu dieser Sache. Ich werde dann immer zeigen, eben wie genau die Items dann heißen, dass ihr es genau nachschauen könnt. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen einfach an, indem wir einfach mal anfangen, hier was aufzubauen. Und wir brauchen, wie eben schon sich die meisten denken können, diesen Teleporter. Das Ganze machen wir eigentlich ganz einfach, indem wir jetzt einfach, sagen wir es mal so, wir wollen es auch so wie dort im Boden haben. Das heißt, wir werden jetzt hier mal einzelnen Boden aufheben und setzen einfach mal den Teleporter rein. Da können wir jetzt mal draufklicken, da passiert nichts, das hat kein Interface, nichts. Und das ganze Teil braucht, wie eben schon vorhin angekündigt, braucht es Strom zum Laufen. Dazu habe ich mir jetzt mal ein MFSU rausgesucht. Das ist eben sozusagen, wie ihr wahrscheinlich schon wisst aus dem ersten Tutorial, ein Speichergerät für krassen Strom, für großen Strom eben, für die High-Voltage-Strom. Und das würde ich mal sagen, wir platzieren den einfach eben so dran, dass eben dieser Output genau hier hin zeigt. Das sollte ja jetzt eben der Fall sein. Man kann natürlich hier, normalerweise würde man das natürlich mit Kabeln connecten, das solltet ihr alles wissen. Ich mache es jetzt in diesem Fall mal so. Die High Voltage Solar Array, das nehme ich mir jetzt einfach mal als Stromquelle, platziere ich dann einfach hier seitlich an diesen MFSU mit dran. Und dann hätten wir uns eben so schon mal um die Stromversorgung gekümmert. Das Ganze müssen wir jetzt hier noch mit einem Redstone-Signal versorgen, dass der eben sozusagen weiß, wann er arbeiten soll, der gute Teleporter. Das heißt, platzieren die einfach mal hier drauf. Wir können natürlich auch den Button irgendwo hier seitlich dran machen, aber der Schönheit halber würde ich das Ganze jetzt mal einfach mal hier machen. Eine Druckplatte wollte ich vorhin gerade zeigen, dass es damit auch geht, ist aber nicht ganz so zu empfehlen, weil das Ganze ist nämlich so, wenn wir das auf beide Teleporter platzieren, dann wird die sozusagen direkt wieder ausgelöst und man wird sofort wieder zurückgeportet und dann wie sofort wieder hin und sofort wieder zurück. Deswegen Druckplatte nicht empfehlen, genauso wie ich schon vorhin mal vor der Aufnahme ausprobiert habe, einfach dauerhaft einen Hebel hier dran zu machen und ihn anzudrehen, dass der Teleporter dauerhaft aktiviert ist, würde ich auch nicht empfehlen, weil dann wird man auch die ganze Zeit nur hin und her geportet und kommt da gar nicht mehr so einfach raus. Hier einen Button dran platzieren, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann passiert jetzt erstmal noch nichts, klar, denn wir haben auch noch kein Gegenstück. Das heißt, wir werden das Ganze hier nochmal drüben bauen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber und platzieren hier nochmal eine Art Teleporter, machen das Ganze nochmal mit dem MFSU, eben so wieder, dass er in die richtige Richtung schaut, darauf achten, auf beiden Seiten hier einfach mal nur eine Solar Array, das Ganze ist natürlich variabel, das muss man jetzt nicht genauso nachbauen, dann platzieren wir hier einfach mal irgendeinen Block und da vorne einen Button dran.
Genau, und jetzt, wenn wir hier drauf drücken, passiert immer noch nichts. Warum denn? Ja, wir müssen dem ganzen Teil nämlich sagen, dass diese beiden Teleporter zusammen sind. Denn wie ihr hier schon seht, habe ich hier noch einen weiteren Teleporter. Und wenn man dann eben weitere Teleporter noch in seiner Welt hat, dann weiß er sozusagen das System hier nicht, welche Teleporter zusammengehören und welche wohin porten sollen. Dazu gibt es eine kleine Lösung. Das ist dieser sogenannte Frequency Transmitter. Um den zu benutzen, setze ich erstmal die Zeit wieder auf Tag und werde dann mal in den Game Mode 0 gehen. Denn das Ganze funktioniert im Creative Mode nicht ganz so bugfrei. Im Survival Mode funktioniert das Ganze ohne Probleme, im Creative Mode nicht so wirklich. Jetzt machen wir es eigentlich ganz einfach. Der Frequency Transmitter, hier nochmal für die Leute, die es interessiert, wie es geschrieben wird. So, dann klicken wir jetzt einfach mal auf diesen Teleporter drauf und da sehen wir schon im Chat hier Frequency Transmitter Link to Teleporter. Das bedeutet, das Ganze wurde jetzt hier eingespeichert, dass wir auf diesen Teleporter hier drauf geklickt haben. Dann gehen wir jetzt zu dem anderen Teleporter und klicken jetzt hier nochmal drauf und jetzt steht hier schon Teleportation Link Established. Das heißt, wir haben jetzt diesen Teleportationslink verknüpft und wir können jetzt sozusagen zwischen diesen beiden Teleportationsdingern hin und her reisen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen komisch, das heißt, wenn wir jetzt hier, ihr seht hier schon im Chat, habe ich ein bisschen rumprobiert, denn das Ganze ging nicht ganz so einfach. Wenn wir es hier nämlich wieder Rechtsklick machen, dann wird es sozusagen wieder zurückgesetzt, dieser Frequency Transmitter. Denn wenn wir das nicht machen, dann und danach wieder probieren, andere Teleporter zu verlinken, dann wird das Ganze ziemlich komisch. Dann fangen die hier an, komische Dreierkonstellationen zu machen. Ist komisch, deswegen jedes Mal, nachdem ihr sowas gemacht habt, immer am besten direkt irgendwo auf dem Boden Rechtsklick machen, dass ihr den wieder anlinkt, den Transmitter, dass ihr für später dann für weitere Teile das dann problemlos benutzen könnt. Okay, ich würde mal sagen, wir probieren es direkt aus. Diese Teile hier, die produzieren fleißig Strom. Jetzt kann ich natürlich hier gerade nicht nachschauen, wie viel in der MFSU drin ist. So, okay, ich würde mal sagen, wir klicken hier einfach mal drauf, um das Ganze zu testen. Und wir sehen schon, wir werden zu dem anderen Teleporter teleportiert. Und dann können wir einfach hier nochmal draufklicken und kommen wieder zurück. Ihr werdet sicherlich bemerken, dass ich in diesem Tutorial einige Mal gecuttet habe. Das liegt einfach daran, dass einiges nicht ganz so rund gelaufen ist. Denn ich habe hier vorher nochmal probiert, habe dann hier drauf geklickt und wurde irgendwie dort oben hin teleportiert, obwohl ich hier das eigentlich korrekt eingerichtet habe mit diesen Linien hier. Demzufolge, wenn das hier irgendwie nicht funktioniert, dann probiert erstens hier nochmal Rechtsklick zu machen, dass er auch wirklich anlinkt ist, dieser Transmitter. Und zweitens könntet ihr probieren, wenn das alles immer noch nicht funktioniert hat, diese Verbindung hier nochmal aufzuheben, dann diese einzurichten und dann wieder diese einzurichten. Das heißt, wenn ihr mehrere habt, das heißt, probiert nochmal die alten wieder zu entfernen und dann alle nochmal neu zu machen. Ist alles ein bisschen umständlich, solange ihr aber nur eine Teleporter habt, habt ihr diese Probleme auf keinen Fall. Und ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Feature, denn wenn man so sich einfach über weitere Strecken teleportieren kann, dann ist es eigentlich schon relativ nützlich und es sieht natürlich auch einfach nur irgendwie cool aus. Okay, ich würde mal sagen, das war's auch schon mit diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, ansonsten halt nicht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.